Wir haben Papier unter der Lupe. Ich wollte mal normales Fotomattpapier mit dem Mercedes-Papier vergleichen, was die, worauf sie alle schwören. Fotorack. Zähl mal die Staubkörner, ja. Wir zählen mal die Staubkörner. Wir haben das hier unter dem Mikroskop liegen. Und das ist jetzt normales Farbenwerk, Fotomat, Papier. Das ist faszinierend. Ich sehe die Staubkörner nicht mal. Doch, wenn ich genau hingucke. Frag mich mal, wo die alle herkommen. Aber man sieht halt die Beschaffenheit, ne? So sieht Papier aus. So sieht mattes Papier aus. Und dann haben wir hier Hahnemühle, Fotorack. Da kostet dann das Blatt irgendwie ein paar Euro. Gut, in A4 nicht unbedingt, aber... Sie können den Stream jetzt ausschalten. Das ist Fotorack. Ich meine, das hat natürlich eine ganz andere Grammatur, ne? Schwereres Papier. Ist jetzt leichter hinzulegen. Öln! Und Marco, danke dir für ein Geschenksab an den Pepsi-Schmähen! Und das ist Fotorack. Haben wir den direkten Vergleich hier. Müssen wir noch einen Semimatt daneben legen? Hier haben wir Semimatt. Kommt noch Semimatt reingegrätscht. Das ist Semimatt. Das liegt jetzt natürlich ein bisschen höher, ne? Da hast du quasi gar keine Struktur. Außer einem Staubkorn, was man hier und da entdeckt. Ja, das ist das, wo die Fotografen für Kunstreproduktionen und so, die schwören auf sowas hier, auf das Fotorack. Da schwören die drauf. Und das ist halt, es hat halt eine krasse Struktur. Ich weiß nicht, ob die Kamera das irgendwie einfangen kann. Ist halt jetzt eine weiße Fläche, ne? Das ist halt absoluter Megakäse. Das kannst du halt so echt nicht zeigen, ne? Das kann man hier runter tatsächlich ganz gut sehen, dass es, was es so für eine Struktur hat. Und ich hab mich jetzt noch nicht einmal getraut, das ist immer so geil, diese ganz kleinen Staubflecken. Ich habe mich noch nicht einmal getraut, auf dem Hahnemühlepapier irgendwas zu drucken, weil ich dachte, Mensch, das richtige Motiv, das fehlt hier noch, ja? Hier so ein Elefant oder so eine Kunst. Oder so eine Frau. Aber was ich noch hier habe, ist auch dann, worauf wir dann einmal gedrückt hatten letzte Woche. In A3, auch in Feinartpapier.
aus dem Hause Farbenwerk, das Smooth White. Ganz schön teuer. Auch. Und da haben wir einen teuren Fehldruck produziert und das hat auch eine Struktur an sich. Das ist irgendwie aus 100% Alpha-Zellulose. Das hat auch eine Struktur. Mann, ey, hör doch auf hier. Der macht immer einen Stream aus. Der Karton vom Hahnemühle. Schon relativ ähnlich. Das ist ein bisschen weißer auf jeden Fall als das. Als das Fehldruck. Ja, den Softproof haben wir vergeigt. Da waren Farben nicht so schön, wie wir sie gerne gehabt hätten. Woran haltet ihr Lehen? Der Fehler lag vor dem Bildschirm. Und das ist hier das Farbenwerk Dingsbums. Obala. Kann man AI-generierte Bilder drucken? Kann man wohl machen, ja. So irgendeine Idee, was du da scharf stellen willst? Nee, ne? Kannst du auf die Distanz was scharf stellen? Nee, ne? Das ist Commander Photo Rack hier. Faszinierend. Guck mal, kann ein Bildschirmschoner sein oder so. Sie haben alles so reingerätscht, komm. Was ist das nur wieder? Was bist du denn für ein Tier? Ich habe gesehen, die Ringnudel hat schon geschrieben, ich sollte mit dem Objektivpinsel wegpinseln. Nachher pinsel ich mit dem Objektivpinsel und dann sind da andere Pinsel wieder. Siehst du? Jetzt haben wir weggepinselt. Ja, spannend, ne? Papierstruktur detailliert dargestellt. Faszinierend. Große Quasten nach. Quasi. Ja. Aber ich glaube gerade sowas wie das die Bleistiftskizze, Skizzierung, Zeichnung vom Ben oder sowas. Ich glaube, sowas kommt auf so ein Papier oder so ein Papier hier dann eigentlich ziemlich gut. Aber muss man halt auch Fan von sein. Das verleiht natürlich dem Ausdruck nochmal eine gewisse Tiefe, eine Plastizität. Dadurch wird es noch etwas greifbarer. Oh ja, faszinierend. Gut, genug gedruckt. Hahnemühle. Frisch gekaufte Schulbücher. Fotorack. Die gute Baumwolle. Die schönen Bäume. Gute. So, was haben wir hier? Hahnemühle da. Fotomat da. Fotomat da. Achso, Semimat war der Kleine. Ne? Alles wieder wegräumen. Alles voller Kekskrümel. Was ein guter Tipp war,
hatte ich dann auch bei Hahnemühle irgendwo gelesen, so, wenn sie nicht sicher sind, welche Seite bedruckbar ist, ne? Welche Seite ist denn jetzt bedruckbar? Auf der Seite, wo es leicht klebt, das ist die Druckseite. Finger nass machen, feucht machen, die Seite, die leicht klebt, das ist die Druckseite. So kann man das dann ermitteln. Seite ruiniert. Ach, komm immer. Glaube ich nicht. Ich glaube, so ein Papier saugt doch ein bisschen mehr auf als den kleinen Tropfen Spucke. So. Wie oft kann man so ein Bild eigentlich überdrucken? Hahnemühle Dassel. Was? Wasserzeichen. Nur echt mit Fingerabdruck, ja. Nur echt mit Crackys Fingerabdruck. Mini Dyson Staubsauger im Papier, ja. Ja, also das Mikroskop hier, Andon Star. Ich weiß nicht genau, wie es sich nennt. Die Produktbezeichnung steht, glaube ich, auch irgendwie nirgendwo drauf, aber es funktioniert noch. Das ist eigentlich ganz geil, wenn man mal sich detaillierter was anschauen will. Kann man schon gut benutzen. Alles klar. Also. Hitcher!